Seit 1984 wird alljährlich am 20. Februar, dem Todestag von Andreas Hofer, in Mantua des Tiroler Freiheitskämpfers aus dem Passaiertal gedacht. Der Schützenbezirk Bozen organisierte am Freitag die Gedenkfeier. Rund 300 Tiroler Schützen und Marketenderinnen marschierten zum Andreas Hofer Denkmal in Mantua, der Erschießungsstätte des Tiroler Freiheitshelden. Dort wurde nach der Begrüßung von Bezirksmajor Lorenz Puff gemeinsam mit Abt Benno Malfair die heilige Messe gefeiert. Eine Bläsergruppe der Musikkapelle Jenesien gestaltete den Gottesdienst musikalisch mit. Die Ehrensalve bei der Kranzniederlegung wurde von der Nordtiroler Ehrenkompanie Jerzens abgefeuert. Anschließend zog es die Schützen zum Palazzo d'Arco in Mantua, zu jenem Ort, wo Andreas Hofer von einem französischen Militärgericht zu Tode verurteilt wurde. Auch dort wurde ein Kranz zu Ehren Andreas Hofers niedergelegt.